Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, wir kommen hin mit der Zeit. Ansonsten kann ich am Ende auch noch ein bisschen was skippen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen was zu GPG vorbereitet, glaube aber nicht, dass ich das brauche. Oder gibt es irgendjemanden, der nicht weiß, was GPG ist? Okay, super. Weil Pretty Easy Privacy, wie ihr euch ja wahrscheinlich gedacht habt, wenn ihr GPG kennt, und PGP, kommt ja daher. Also wir wollen aus Pretty Good Privacy Pretty Easy Privacy machen. Und wer von euch benutzt das denn? Ja, GPG, ja. Täglich? Okay, gut. Das ist ja so immerhin schon mal die Hälfte. Also ich habe das auch öfter, wenn ich das frage, das irgendwie so nutzen, ganz viele täglich, dann nur noch so ein Drittel davon. Und das ist das, was wir versuchen zu lösen, dass das wirklich halt in Daily Use ganz einfach geht. Und eben dieses Ding mit der Massenverschlüsselung, also dass wir wirklich die Masse der Kommunikation dann auch verschlüsselt haben. Ja, hier habt ihr so ein bisschen Webseiten, Twitter und so Kram. Ich bin vor allen Dingen im Irk zu finden. Auch wenn ich zwar auf Twitter besitze, benutze ich es kaum. Jo, dann kann ich den Kram hier mal skippen. Das ist ja wunderbar. Wobei ich das da kurz erwähnen möchte. Und zwar gibt es diese Sequoia-Gruppe. Weiß nicht, ob das jemand schon gehört hat. Das sind drei Entwickler, die, das sind alles Quotes von ihrer Webseite, formerly working on GNU-PG. Also die haben mit Werner Koch an GNU-PG gearbeitet und haben sich da jetzt aber ausgekoppelt und sind auch bei der PEP-Stiftung angekoppelt jetzt und versuchen eben eine neue OpenPGP-Implementation zu machen. Nennen es selber a cool OpenPGP-Library und ist in Rust geschrieben. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, da ein Auge drauf zu halten, wenn ihr das alles ein bisschen verfolgen wollt. Das freuen wir uns schon sehr. Das ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie nur ein PEP-Standard oder so, sondern wir arbeiten da mit allen, also da arbeiten alle zusammen, die an dieser Front arbeiten. Also zum Beispiel auch AutoCrypt ist da auch immer dabei und wir versuchen das natürlich kompatibel mit allen Sachen zu halten, die es so gibt. Jo, dann also zum eigentlichen Vortrag. Ich mache jetzt eine kleine Einführung mit Motivation. Dann Technologie und Architektur, dann das eigentliche Konzept von PEP und dann eben je nachdem, wie viel Zeit wir haben, GNUnet, ganz schnell oder ein bisschen ausführlicher. Wer hat denn schon mal von GNUnet gehört? Gut, dann kennen es ja auch schon mal einige, das ist ja gut. Und dann ziehe ich noch ein kleines Fazit am Ende. Jo, also Erklärung der Menschenrechte, Artikel 12, ich lese das mal vor. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Das ist eben im Artikel 12 der Menschenrechte niedergeschrieben, dass eben jeder hat Anspruch auf den rechtlichen Schutz. Jetzt wissen wir aber, dass es ja eigentlich nicht so ist. Da gibt es dieses Zitat. Ich mag nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles, was ich tue, jeder, zu dem ich spreche und jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft gespeichert wird. Das hat Edward Snowden gesagt, weil er ja herausgefunden hat, dass es nämlich eben genau nicht so ist. Es ist eine Welt, in der alles, was wir machen, online verfolgt wird. Hier ist ein Slide aus diesen Hunderttausenden, die er da geleakt hat, wo eben, ne, das sind die Firmen, was man da so alles von denen kriegt, inklusive Special Requests. Also ihr kennt ja alle die dystopischen Vorstellungen, weswegen wir auch alle unsere Camps inzwischen abgeklebt haben und so weiter. Und das sind eben einerseits die Regierungen und andererseits haben wir natürlich auch dieses Problem hier, dass eben ist man nicht das der Kunde und bezahlt für etwas, dann ist man eben das Produkt, das verkauft wird. Und das ist eben meistens ja jetzt der Fall. Also ich mag auch dieses Comic sehr, findet man online, wenn man irgendwie mit Pix und Facebook oder so sucht. Ist gerade für Nicht-Nerds dann auch ganz gut verständlich, wo ist eigentlich das Problem? Also so, ne, was machen die eigentlich mit den Daten? Das werden wir ja öfter gefragt, ne, wenn man da so missionarisch unterwegs ist. Und da kann man sich auch mal dran erinnern, wie irgendwie vor 20 Jahren Firmen Preisausschreiben gemacht haben und es denen also durchaus ein Ferrari wert war, dass 20.000 Leute eine Postkarte mit einer Adresse denen schicken. Das, oder ne, 20 Waschmaschinen oder so. Da kriegt das nämlich dann auch mal ein bisschen ein geldwertes Äquivalent.
Ja, also generell ist das Problem, dass Kommunikation online wie eine Postkarte ist und unsere Welt eben Massenüberwachung hat. Und was wir versuchen, ist eben Massenverschlüsselung. Da sind wir feste dabei. Und dann eben Massenanonymisierung. Das wird dann eben über GNUnet passieren. Und dann nochmal ganz kurz hier eben das Problem mit diesen Menschenrechten. Ich meine, das ist ein Gesetz, aber die Gesetzgeber halten sich nicht dran. Das heißt, wir sollten uns eben besser mit den Gesetzen der Mathematik darum kümmern, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Das heißt, was PEP macht, ist das, was die Nutzer und Nutzerinnen eigentlich machen wollen würden oder hätten machen sollen. Und wir kommen eben aus diesem Hintergrund, also ich habe sehr, sehr viele Krypto-Partys gemacht, vor allen Dingen im Jahr von Snowden und Krypto-Party.in damals auch neu geschrieben, als Krypto-Party.org verloren gegangen ist. Und ne, diese ganze Anleitung da wieder neu geschrieben und so. Und auch die anderen Leute bei PEP kommen so aus der Richtung. Und wir haben halt auch einfach irgendwann mal gesagt, wieso schreiben wir diese ganzen Anleitungen? So, die checken es eh nicht. Man hat hunderten von Leuten GPT beigebracht und man ist froh, wenn es davon 5 heute noch benutzen. Warum machen wir diese Anleitung? Warum schreiben wir nicht Software, wo wir das reinschreiben, was wir in die Anleitung reingeschrieben haben? So, dass die Leute nicht die Anleitungen lesen, sondern diese Software installieren. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wir schreiben Software und Standards, um eben Massenverschlüsselung einfach technisch durchzudrücken und das den Leuten unterzujubeln. Da haben wir natürlich angefangen mit einem RFC, einem sogenannten Internet Draft. Das ist die Vorstufe vom RFC, zusammen mit der ISOC Schweiz, wo wir die generellen PEP-Prinzipien mal runtergeschrieben haben. Das ist online und ready for discussion, wie sich das gehört für ein RFC. So sieht das aus, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Das ist das Abstract, ich lese mal das Unterstrichene auf Deutsch vor. Aufbauend auf existierende Sicherheitsformate und Nachrichtentransporte sowie PGP-MIME für E-Mail beschreibt Pretty Easy Privacy Protokolle, die Operationen automatisieren, die bisher als Hürden für sicheren Ende-zu-Ende-Nachrichtenversand galten. Also es geht hier um Sachen wie öffentliche Schlüssel verwalten, finden und verbreiten. Also kennt ihr alle, ne? Kriegt dann die E-Mail zurück. Ja, hast du den falschen Schlüssel erwischt und nimm mal bitte den. Und dann natürlich auch Geheimschlüssel verwahren, was ja dann zu dem Resultat führt, dass man antworten muss, nimm mal den anderen Schlüssel bitte. Das heißt, das ist, was PEP macht. Und was machen die User? Die User schreiben Nachrichten. Das sollte, also funktioniert jetzt auch zum Beispiel in Outlook soweit jetzt schon genau so. Die schreiben einfach E-Mails. Wir haben hier mal so ein Diagramm gemacht. Habt ihr so einen Pointer? Nö, aber also geht links, rechts, dann unten. Also wir haben jetzt hier 2 PEP-User. Das eine könnte jetzt auch ein GPG-User sein. Also ne, das klassische Bob and Alice. Bob schickt Alice jetzt eine E-Mail. Das ist jetzt eine unverschlüsselte Postkarten-E-Mail. Deswegen ist sie hier grau. Im Moment des Installierens wird bereits der Schlüssel generiert. Und im Moment des Versendens der ersten E-Mail wird der Schlüssel angehängt. Das heißt... Ah, cool. Danke. Das heißt, wenn, wobei ich da eh so ein bisschen, sonst rede ich nur noch da vorne. Das heißt, wenn diese E-Mail verschickt wird, hängt da schon der Schlüssel dran. Und wenn Alice jetzt diese E-Mail zurückschickt, dann ist sie schon verschlüsselt. Weil Alice hat ja jetzt auch einen Key und der hängt jetzt auch schon wieder dran. Und da sie ja den Public Key von Bob schon bekommen hat, geht das jetzt also rückwärts schon verschlüsselt. Das heißt, ab hier sprechen die beiden verschlüsselt miteinander. Und wenn man jetzt annimmt, das sind 2 PEP-User, die also wirklich gar keine Ahnung haben, die wissen nicht mal, was ein Schlüssel ist, die haben sich einfach PEP installiert und sprechen jetzt verschlüsselt miteinander. Das hier ist jetzt halt so ein Modus wie bei OTR, wenn man halt eben die Fingerprints sich abgeglichen hat, was wir ja eigentlich auch alle so tun. Also deswegen ist der auch gelb, den nennen wir halt Secure but Unverified. Und das könnte jetzt natürlich auch ein normaler GPG-User sein. Dieser normale GPG-User muss halt wissen, dass er beim Reply nicht sagt, guck mal, hier findest du meinen Key-URL, sondern mein Key ist angehängt. Dann denkt der PEP-User, von was redet der? Antwortet und es ist trotzdem schon verschlüsselt. Das heißt, der muss auch den Key nicht importieren, der muss gar nichts machen, sondern PEP merkt eben alleine oder eben die jeweilige PEP-Anwendung, dass da jetzt ein Schlüssel dranhängt. Da man ja aber natürlich nicht in diesem Verified-Modus sein will, muss man jetzt das alte Spiel betreiben und sich anrufen.
und sich die Fingerprints vorlesen, die wir in sogenannte Trustwords übersetzen. Also Hexadezimal Fingerprints werden eben in Worte übersetzt. Das heißt, man sagt halt Battery Horse Staple anstatt die hexadezimalen Fingerprints. Dann gibt's den Handshake und jetzt ist man in diesem Secure and Trusted Mode. Jetzt ist man grün und jetzt kann eigentlich soweit nichts mehr passieren. Hier das Ganze nochmal in so einem Diagramm. Also ne, erste E-Mail geht unverschlüsselt von Alice zu Bob. Okay, jetzt ist es umgekehrt natürlich. Bob schickt das zurück, ist schon verschlüsselt. Jetzt findet die Verifikation statt und dann ist man in diesem Secure and Trusted Mode. So, das ist jetzt erstmal das grundsätzliche Prinzip. Und jetzt die generelle Frage, was ist PEP? Software für verschiedene Umgebungen, um eben easily existierende Krypto-Tools zu nutzen. Also wir wollen hier nicht nochmal neue Standards schaffen, sondern wir wollen kompatibel sein mit allem, was es gibt da draußen. Komme ich auch gleich noch im Detail dazu, beim technischen Kapitel. Dann will PEP, dass alle End-User-Software hassle-free und zero-touch ist. Also es gibt auch zum Beispiel keine Passwort auf den Key per Default. Also ne, diese PEP-User haben sich einfach PEP installiert, kriegen einen Key und haben davon gar nichts mitgekriegt und haben jetzt auch kein Passwort und so. Verschlüsselt automatisch, egal mit welchem Verschlüsselungsstandard verfügbar. Das heißt, das ist auch dieser Opportunistic Approach. Also es wird einfach das genommen, was jetzt da ist, das Beste, was man so finden kann. Und eben will jegliche Textkommunikation verschlüsseln mit dem Startpunkt E-Mail. Und es ist auch eigentlich nicht nur Software, also wir haben jetzt natürlich Applikationen, die man benutzen kann, sondern es ist eben eine Abstraktion, damit andere das in ihre Software planen können. Deswegen auch der RFC und ich erkläre das im Tech-Kapitel auch nochmal genauer, wie das dann funktioniert, aber damit es eben pretty easy auch für Developers ist. Was ist PEP nicht? Not yet another crypto tool mit geschlossener Benutzergruppe. Das ist uns ganz wichtig, weil, ne, ihr kennt das alle, gerade jetzt seit Snowden geht das die ganze Zeit, kommt wieder irgendwas Neues, denkt man, oh Mann, schon wieder was, das muss ich mir installieren, mein Android dreht doch eh schon durch. Sondern es ist einfach nur das, was es schon gibt, in einfach. Wir sind kein Provider einer Plattform, auch nicht dezentral oder sonst irgendwas. Wir implementieren keine neue Krypto. Wir möchten kein existierendes Krypto-Tool ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass Nerds weiterhin ihre abgefahrenen Solutions verwenden, damit das auch alles immer schön weiterentwickelt wird, weil PEP ist für die Massen und die Revolution planen oder vielleicht auch einfach nur Schwule in Bangladesch sollten vielleicht auch ein bisschen mehr wissen und die sollten auch wissen, was ein Schlüssel ist und damit vielleicht auch abgefahrene Anwendungen verwenden, wo sie ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben, was passiert. PEP ist auch nicht nur ein E-Mail-Encryption-Tool, auch wenn es das im Moment ist. Das ist aber nur der Anfang. So, dann bei solchen Projekten natürlich auch mal ganz wichtig, wer sind wir eigentlich? Wir sehen uns als Cypherpunks und möchten Massenverschlüsselung ausrollen, um die Kosten der Massenüberwachung zu optimieren. Wir wollen die Nutzung von Krypto pretty easy machen. Entwickler können PEP in Anwendungen einstöpseln und Benutzer können es einfach so benutzen. Ich weiß nicht, ob euch allen dieser Begriff Cypherpunk ein Begriff ist, dann können wir das auch skippen, wobei diese Zitate aus dem Cypherpunk-Manifesto von 1993 wirklich sehr schön sind. Ich lese die einfach mal vor. Cypherpunks sind aktiv damit beschäftigt, die Netzwerke sicherer zu machen. Sie setzen sich für die weite Verbreitung von starker Kryptographie ein, sehen das als einen Weg zu sozialem und politischem Wandel. Sie arbeiten darauf hin, Privatheit und Sicherheit durch proaktive Nutzung von Kryptographie zu erlangen. Bei der Gelegenheit auch ganz kurz, Cyber ist nicht Cypher, Cyber ist die Wissenschaft der Steuerung und Regelung, das vergisst man gerne heutzutage. Und bei Cypher geht es einfach nur um eine andere Variante, der andere Schreibweise des Wortes Cypher, nämlich Ziffer. Hier das Zitat mag ich auch sehr gerne, weil das auch immer oft verwechselt wird. Privatheit ist notwendig für eine offene Gesellschaft im elektronischen Zeitalter. Privatheit ist nicht Geheimheit. Also Privacy, Secrecy, ne? Privat ist etwas, was nicht die ganze Welt wissen sollte. Geheim ist etwas, was gar niemand wissen sollte. Privatheit ist die Macht, sich der Welt selektiv zu öffnen. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil es gibt ja dann viele, die so Privacy, ey, bleibt mir mal weg mit eurem Scheiß, ich habe doch nichts zu verbergen und so. Ey, natürlich, jeder hat was, was er nicht will, dass es die ganze Welt wissen will. Es gibt aber vielleicht Sachen, vielleicht Leute, die nichts haben, was sie wirklich geheim halten wollen.
Und dann hier noch, wir können nicht erwarten, dass uns Regierungen, Unternehmen oder andere große gesichtslose Organisationen Privatheit gewähren. Wir müssen unsere Privatsphäre selbst verteidigen, falls wir irgendeine erwarten. Wir wissen, dass irgendwer Software schreiben muss, um die Privatheit zu verteidigen, und wir werden sie schreiben. Also das ist so auch unser Manifesto sozusagen. Dann jetzt noch ein letztes, dann kommen wir wirklich mal in die Tech. Wer bin ich eigentlich? Ich habe Ethnologie studiert, das heißt, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, ich bin aus dem Schreiner oder Tischler, sagt man wahrscheinlich hier oben. Mein Name ist Sva, nutze ich als Unique Addressing in Internet und Web. Wenn man mein Realname rausfinden will, kann man hier auf der anderen Seite beim Chaos Computer Club oder bei Hackers Without Borders mal nach den Vorstandsmitgliedern schauen. Da wird es nicht viele Frauennamen geben, und das ist dann meiner, wenn ihr den findet. Und das da oben sind so Projekte, mit denen ich sehr eng verbunden bin. Vor allen Dingen auch die Einladung nach Indien, hillhacks.in, hackbeach.in. Hackbeach ist jetzt im November wieder. Kann man ruhig mal machen, auch wenn man sich nicht trauen würde, sonst in ein solches Land zu reisen. Jetzt aber in die Technik. Ich werde hier die Architektur kurz vorstellen, die eben aus Engine Adapter und Anwendungen besteht. Euch unser komisches Reposystem kurz zeigen, Entwicklungsplattformen und dann auch die Organisationsformen, weil das ist durchaus auch ein ziemlicher Techie-Hack, wie wir das gelöst haben. Weiß nicht, ob der ein oder andere das schon gesehen hat. Wir haben ja eine Stiftung, wir haben eine Firma, wir haben eine Genossenschaft. Das ist, wirkt von außen manchmal so ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil da auch so viel Luxemburg und Schweiz verwickelt ist. Das hat aber durchaus alles Sinn. Also diese Architektur besteht eben aus aus Anwendungen, Adapter und Engine. Das ist hier so ein Beispiel, ne? Outlook benutzt diesen Com-Server-Adapter, um eben diese Engine einzustöpseln. Die Engine kennt die ganze Krypto, kennt die ganzen Transportprotokolle. Die Adapter sind eben in der jeweiligen Sprache geschrieben. Also JSON zum Beispiel braucht man für diesen Enigmail zu machen, was ja ein Plugin für Thunderbirds ist. Ich habe da noch eine zweite, da ist ein bisschen mehr noch drauf. Dann zum Beispiel diesen Objective-C-Adapter, um eben iOS-Anwendungen zu machen und so weiter. Wir haben hier so eine ganze Latte von Adaptern, die eben immer unten auf die Engine zugreifen und oben in verschiedene Applikationen eingestöpselt werden können. Das heißt dann auch, dass der Entwickler sich nicht um die Krypto kümmern muss, sondern wirklich nur um das Interface zwischen seiner Anwendung und diesem Adapter. So, diese Engine ist natürlich das Herz von der ganzen Geschichte. Die fährt eben verschiedene Kryptostandards auf unterschiedlichen digitalen Kanälen. Im Moment sind das noch relativ wenig, aber das ist halt, ne, so konzeptioniert, dass es dann auch alles Mögliche kann. Die ist in C99 geschrieben und hat, glaube ich, inzwischen ein bisschen mehr Code, aber ist doch relativ überschaubar dafür, dass sie so viel kann, und bekommt natürlich regelmäßige Code-Audits. Die ist ist nicht gemeint, dass man sie direkt in der Applikation benutzt, sondern man soll eben diesen Adapter benutzen. Diese Engine kümmert sich um die ganzen Messaging-Functions, ist so eine Krypto-API und macht eben dieses Key-Management, Trust-Rating, kennt die Transportprotokolle und wird dann eben in der Zukunft diesen Metadatenschutz via GNUnet auch bereitstellen. Das heißt, die macht die Verschlüsselung, Entschlüsselung, das MIME-Encoding und Decoding, das Message-Processing für den Adapter, das ganze Key-Management und auch Key-Synchronisation. Da sind wir ganz stolz. Das klappt zwar immer noch nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen, weil das ja auch, also hat ja auch sonst noch keiner so richtig geschafft, aber wir sind also wirklich so kurz davor, dass das jetzt endlich mal klappt, dass man dann nicht mehr dieses Problem hat mit, ich bin gerade unterwegs, wenn das wichtig ist, die verschlüsselte E-Mail jetzt zu lesen, dann schick sie mir doch bitte nochmal über Jabba und so weiter, sondern dass man wirklich auf allen seinen Geräten seinen Schlüssel hat, komme ich aber auch gleich später nochmal dazu. Und wie gesagt, für den Entwickler ist die Engine Plug-and-Play, ohne sich mit der Krypto auseinanderzusetzen. Das Plug-and-Play möchte ich noch so ein bisschen einschränken, weil wir eine ganz schlechte Dokumentation haben, quasi keine. Aber also so von der Idee her. Ne? Also man kann das tun, man müsste sich jetzt allerdings noch doch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn jemand Bock hat, das mal zu tun, dann hätten wir auch mehr Push, uns endlich mal um die Doku zu kümmern. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht auch denken, what the fuck, was? Aber ne, wie gesagt,
diese Engine wird auch gecode-audited, die werden veröffentlicht, so wie unsere Cypherpunks uns das gesagt haben 1993. Diese Adapter, über die ich jetzt schon so viel geredet habe, was ist das eigentlich? Das ist, eigentlich sind es Bindings, also ein sprachen- und umgebungsspezifisches Interface zwischen dieser Engine-API und einer Anwendungsentwicklungsumgebung, also eine Sprache, eine IDE oder sonst irgendwas. Das hier ist jetzt so eine Liste von denen, die so aktiv da sind, also das ist so eigentlich alles, was man so braucht in der heutigen Welt für Programme, die Kommunikation betreiben. Und wie macht der Adapter das jetzt? Diese Anwendung ruft den Adapter eben auf für die Funktion, die sie braucht. Also zum Beispiel kann das jetzt sagen, okay, decrypte mir mal bitte diese Message. Der Adapter konvertiert diesen Anruf quasi in eine normalisierte, standardisierte Form für die Nachricht für die Engine und macht dann den C-Library-Call. Dann passiert die Engine-Magic und der Adapter gibt das Resultat zurück an die Anwendung. Das heißt, dann hat man seine E-Mail eben entschlüsselt. Das ist die derzeitige Implementierung dieser Anwendungen. Also, wie gesagt, macht im Moment nur E-Mail und nur PGP, GPG und S/MIME, soll aber eben dann auch andere Kryptostandards können und andere Transportprotokolle, um eben das mit der Massenverschlüsselung auch wirklich durchzuziehen. Das heißt, es verschlüsselt automatisch, verschlüsselt auch den Betreff inline. Man hat nicht mehr den Hassel mit dem Key-Management. Es gibt keine Key-Server oder andere zentrale Infrastruktur. Der Key wird eben ausgetauscht mit der E-Mail, immer. Fingerprints werden in diese Trustwords übersetzt. Es gibt eben keine Passphrase mehr. Man kann den vorhandenen Schlüssel jetzt einfach importieren. Das ist jetzt ganz neu seit dem Release, das wir gestern veröffentlicht haben. Davor war das so ein total bescheuerter Workaround. Und wir haben halt immer gesagt, naja, wenn wir dann das Sync-Protokoll haben, geht das eh. Aber das zögert sich noch ein bisschen. Jetzt haben wir das mit dem Import auch noch mal ein bisschen schöner gemacht. Das heißt, man kann jetzt vorhandene Schlüssel relativ einfach importieren, zumindest in Android und Outlook. Und Thunderbird ist auch schon in der Mache, aber ist noch nicht fertig. Dann gibt es diese Outlook-Disclaimer-Function. Also ihr kennt das bestimmt, diese furchtbaren Disclaimer, die manchmal so unten an E-Mails dranhängen. Das wusste ich auch nicht. Outlook macht die nicht im Outlook, sondern, achso, ich müsste eigentlich Exchange schreiben. Das macht der Exchange-Server. Das heißt, wenn wir im Outlook eine E-Mail verschlüsseln und nachher der Server diesen Disclaimer dranhängt, dann zerstört er den ganzen Body der Mail. Und dann ne, kann das nicht mehr entschlüsselt werden. Das war ein Riesenproblem fürs Unternehmensumfeld. Für uns als Nerds natürlich völlig so, what the fuck, was ist das für ein Problem? Aber wir haben uns mit diesem Problem auseinandergesetzt. Also wenn jemand von euch da im Unternehmensumfeld ist, das haben wir jetzt gelöst. Dann gibt es Force Protection, das finde ich ganz interessant. Man kann also den Gegenüber zwingen, auch Verschlüsselung zu verwenden. Das ist vor allen Dingen jetzt zum Beispiel für Anwälte oder Ärzte oder so, die jetzt jemandem nur was schicken möchten und aber nicht möchten, dass es unverschlüsselt geschickt wird. Der Lesende, das ne, sagen wir jetzt auch mal, das ist halt ein Windows-User, der auch keine Ahnung hat von Verschlüsselung, kann sich dann auch einen sogenannten PepReader installieren, wo er einfach nur diese E-Mail entschlüsseln kann. Und dann aber nicht replyen kann und nichts, sondern er kann das einfach nur lesen. Aber das heißt, ein Anwalt kann halt sagen, Force Protection, ich möchte auf jeden Fall zu jedem meiner Kunden verschlüsselt versenden. Ist mir scheißegal, ob die auch Verschlüsselung benutzen. Wenn nicht, also wenn die das nicht haben, dann kriegen die halt eine E-Mail mit. Hier, du hast eine verschlüsselte E-Mail, da kannst du hingehen, dir das downloaden, dann kannst du sie aufmachen. Dann gibt es noch einen Passive Mode, wo man eben nicht ständig seinen Key anhängt und all sowas. Und dann haben wir auch den Header verschlüsselt und verschleiert, as much as possible. An der Stelle kreuzen wir uns so ein bisschen mit Autocrypt. Also es ist so ein ähnliches Projekt, die eben auch automatische Verschlüsselung versuchen, weil die eben sehr viel mit dem Header arbeiten. Wir sind aber der Meinung, dass der Header natürlich auch ein Security Leak ist, das wir stopfen müssen. Und dann eben besagtes Sync-Protokoll, das dann eben die Schlüssel synkt. Nicht nur das, aber komme ich gleich nochmal dazu. Dann eben jetzt hier die Anwendung, ne? Also wir sind jetzt immer noch in dem, ich habe jetzt Engine erklärt, Adapter, jetzt sind wir bei den Anwendungen. Wir haben eben Outlook und diesen Outlook Reader. Wir haben Android, wir haben Thunderbird und wir haben PEP for iOS inzwischen auch eigentlich Beta-Version, aber noch nicht veröffentlicht. Also ich habe hier nochmal Details dazu. Also ne, Outlook kann man benutzen.
Kostet Geld, so wie sich das gehört in der Windows-Welt. Wenn das jemand von euch mal sich anschauen will, kriegt ihr natürlich eine Testlizenz. Also im Endeffekt kriegt eigentlich jeder, der fragt. Also und auch alle irgendwie NGOs, Journalisten oder sonst irgendwas kriegen kostenlose Lizenzen. Schulen? Schulen? Ja, denke ich, könnte man auch, hatte ich jetzt noch nicht. Outlook-Lizenz? Nee, für das PEP für Outlook. Also dieses Add-in für Outlook. Also, nee, das, also, Entschuldigung, in meinem Begriff ist halt, wenn ich von Outlook spreche, ich habe sonst nicht viel mit Outlook zu tun, dann meine ich natürlich dieses PEP-Add-on heißt es da oder Add-in. Dieses PEP-Add-in, das kostet bei uns irgendwie 15 Euro oder so und das kriegt man dann halt eben auch kostenlos, wenn man als bedürftig erscheint. Und ich denke mal, Schulen können wir damit reinzählen. Also, mal so. Und braucht man im Exchange auch dann ein Plugin oder sowas? Nee. Das ist alles am Ende. Ja, ja. Dein Mikro schraubt hier im Arm. Das ist einmal gut. Mhm. Warte, ich mach's hier hin. Entschuldigung. Ja, ihr könnt mich für Fragen auch unterbrechen. Wir sind ja hier so das schön auch. Das Protection habe ich nicht so richtig verstanden. Ich schicke eine E-Mail verschlüsselt los und der lädt sich Programm runter und kann es dann öffnen. Aber ja. Dann kann ja auch derjenige, der die E-Mail abgefangen hat, das machen. Ja, also da ist, ich habe das auch noch nicht so ganz kapiert, das ist auch ganz neu, das kam jetzt erst mit dem neuen Release. Da wird so ein Prozess gemacht, dass da noch irgendwie so ein Passwort ausgetauscht wird. Und zwar muss der Anwalt dir ein Passwort noch mitgeben. Und das tippst du dann ein und dann wird da irgendwie was entschlüsselt. Also okay, aber das ist dann ja wahrscheinlich eine synchrone Verschlüsselung. Bei ihr, also zumindest irgendwas, was nicht PGP-basiert ist, weil du musst ja zum Entschlüsseln einen Private Key haben. Ja, also das ist dann dieser PEP-Reader. Das ist echt das Problem. Ja. Die verschlüsselt immer symmetrisch und verschlägt sich den Key da dran nochmal. Ja, also das heißt, verschlüsselt quasi normal, das ist eine normale PGP-konforme Mail, die man auch mit einem normalen E-Mail-Programm aufkriegt. Ja, wenn du es halt im normalen Thunderbird kriegst, fragt er dich halt nach einer Passwort plötzlich. Ja, okay. Ja. Stimmt, genau so. Ja. Cool, jetzt bin ich gar nicht gewohnt, dass noch hier einer dabei ist, der sich damit auskennt. Nein, das ist geil. Noch eine kurze Frage. Ja, bitte. Also das, wovor Leute, die halt mit dem Web of Trust ganz intensiv arbeiten, das heißt, also Vertrauensstellung im Web of Trust ernst nehmen. Genau, das ist natürlich klar, aber ladet ihr, also unterstützt ihr das Deklinieren von Schlüsseln in der Software? Bitte auch nicht einführen. Ja. Weil dieser Mechanismus, ich sitze jemandem gegenüber, ich kenne den persönlich und nur dann signiere ich den Key, das kann man da ja das mit Knopfdruck wegklicken. Wollen wir alles in die Tonne, also super. Dieses ganze Web of Trust ist, also auch wenn man sich meine Keys anschaut, so ich habe seit, was weiß ich, über 10 Jahren Keys, da ist der allererste ist irgendwie von 3 Leuten gesigned und dann habe ich mir auch gedacht, ey, nee, das geht nicht. Also das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Und ich habe halt immer versucht, dass ich die auf meiner eigenen Infrastruktur zur Verfügung stelle, dass ich halt immer sagen kann, okay, hier hast du auf meinem Server über HTTPS, kannst du nochmal verifizieren, dass dies mein Key ist. Also was wir auch so schaffen, ist wie gesagt mit dem Key-Server, dass wir halt sagen, wir nutzen halt Key-Server passiv, also sprich, man kann sich Keys runterladen. Mhm. Wenn ich dir jetzt irgendwie eine Mail schicken will und ich kenne deinen Namen, gucke ich halt nach, finde ich einen Key von dir, kann ich nutzen, dann würde meinen eigenen Key nie hochladen. Weil das eben auch ein Privacy-Thema ist, dass dann eben Leute wissen, ich habe jetzt auch PGP, das ist meine E-Mail-Adresse. Das ja, das ist ja letztendlich also das Xing und Facebook von GPG, dass du halt guckst, wer ist mit wem vernetzt und wer wann genau. Diesen Key designt. Deswegen, wenn wir halt nie unsere Schlüssel zu Key-Server hochladen, runterladen, kann man machen. Mhm. Das ist der Key natürlich auch noch nicht besonders vertrauenswürdig, weil wir diesem Web of Trust nicht vertrauen. Aber passiv erstmal nutzen, ausprobieren, wenn ich dir quasi eine verschlüsselte Mail schicke und ich habe es mit deinem Schlüssel verschlüsselt, ist immer noch besser als unverschlüsselt. Ja, klar. Ja. Deswegen, wir nutzen sie ja passiv, aber nicht aktiv. Aber das ist doch jetzt nicht, den Schlüssel hochzuladen, und das Problem ist, dass man auf einmal soziale Netzwerke der Leute analysieren kann. Klar. Nein, ja. nicht mit PEP, sondern mit GPG. Zum Beispiel im Debian-Projekt, da ist alles GPG-basiert, so, also jeder Upload wird verifiziert. Und wir zahlen die ganze Zeit alle gegenseitig unsere Keys, weil wir sozusagen uns Entwicklern gegenseitig vertrauen wollen. Mhm. Und wir nehmen auch nur neue Entwickler auf, die sozusagen ihre Keys von anderen Debian-Developern signieren. Weil wir sind ja dezentral. Das ist ja für so ein Debian-Projekt ist es gar nicht sinnvoll, das so zu machen. Genau, da ist es total sinnvoll. Aber wenn du sozusagen weltweit betrachten würdest, dann hättest du sozusagen ja. GPG als also, wenn man gucken, wenn das Ding an der Konsole sozusagen. Ja. Also, darauf wolltest du auch hinweisen? Das ist ja genau, glaube ich, euer Ansatz. Ihr wollt ja die erreichen, die so ein Web of Trust im Zweifel gar nicht verstehen würden und sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen. Genau. Und ihr wollt die breite Masse erreichen. Ja. Und die dann darüber hinausgehen, die nutzen dann halt statt
PEP vielleicht Enigmail und laden dann da runter und signieren und machen und tun. Enigmail ist inzwischen PEP, aber ja. Ja, genau, und das stimmt ja nebenbei ja auch noch mit. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, eher eine Ergänzung und keine Konkurrenz. Ja. Und ja, daher ist es ja gar nicht notwendig. Wobei ich sagen muss, an der Stelle, glaube ich, adressieren wir durchaus auch an die Nerds, dieses Web of Trust mal in die Tonne zu kippen. Weil das wirklich eben, das ist so ein krasses Privacy Leak. Also selbst wenn ich sage, okay, ich bin mir dessen bewusst, und das sind sich die meisten natürlich nicht, aber selbst wenn einer sagt, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass ich über das Web of Trust hier meinen sozialen Graphen irgendwie offenlege, und zwar für alle Ewigkeiten, das geht ja auch nicht mehr weg. Die Key-Server werden ja ständig geklont. Selbst wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, ich gehe jetzt auf jede Key-Signing-Party und signe irgendwie Hinz und Kunz und seiner Großmutter irgendwie den Key, damit ich meinen sozialen Graphen hier möglichst, ja, möglichst irgendwie vermische. Aber auch dann sieht man ja, okay, der war nur auf Key-Signing-Partys in Europa, hauptsächlich in Mitteleuropa und eigentlich nur im Sommer oder so. Ne? Das sind so viele Sachen, die man da sehen kann, dass man auch, wenn man das versucht, man kriegt das nicht sauber. Und dann noch viel schlimmer, es ist gar nicht nur Signing, sondern man kann ja beim Signen dann immer noch sagen, wie gut man die Person kennt. Mhm. Also da wird es ja dann noch schlimmer. Aber lass mal weitergehen, wir haben ja schon nicht mehr so viel Zeit. Oder gibt es noch akute Fragen jetzt? Nee. Wir sind ja auch hier, ganz kleine Runde, können wir auch heute Abend noch endlos diskutieren. Also hier weiter, Android haben wir, das ist ein K9-Fork, ist verfügbar auf Play Store und F-Droid. Auf Play Store kostet der jetzt seit neuestem irgendwie, keine Ahnung, ein Apple, 1,50 € oder so. Auf F-Droid gibt's for free, da folgen wir ja dem Modell, was ja ganz, ganz viele machen. Ja? Ich werfe da meine grundsätzliche Frage, warum ist es kommerzialisiert an der Stelle? Also das auch bei dem anderen schon, dass es Geld kostet. Würde ich in, glaube ich, 3 oder 4 Slides gleich erklären. Dann haben wir eben Thunderbird mit Enigmail. Enigmail hat, wenn du existierende, also wenn du bereits Enigmail-User warst, dann hast du neulich ein Update bekommen, wo eigentlich alles gleich blieb. Aber das war das Update von Enigmail, dass wenn man neu installiert, man in diesem PEP-Modus landet. Und wenn man bereits eine Installation hatte, dann muss man halt irgendwie umklicken auf, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt. Ich glaube, das ist PEP ist der Default-Mode und der alte Modus ist dann irgendwie so der Advanced-Mode oder so. Dann haben wir eben iOS. Das ist jetzt im Beta-Testing und wenn da jemand mitmachen will, einfach sich melden. Ja? Du willst mitmachen oder? Ja. Genau. Also, ja. Da musst du eine E-Mail schreiben an die, aber machen wir nachher. Okay, dann haben wir hier unsere Repos. Also man findet das alles übersichtlich auf pepfoundation.com/pepsoftware. Also wenn man pepfoundation irgendwie im Menü auf pepsoftware klickt, dann kommt das auch alles nochmal, weil wir sind da sehr verteilt auf verschiedenen Infrastrukturen. Sieht man jetzt auch hier schon mit den verschiedenen URLs und so. Also Engine und Adapter liegen auf pepfoundation. Und die Applikationen liegen eben auf verschiedenen, einmal Luxemburg, hier Schweiz, dann Enigmail liegt auf SourceForge, weil Patrick Brunschwig halt das schon immer auf SourceForge hat. Und da jetzt eben auch zurück zu deiner Frage, wobei ich da auch gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen werde, wir versuchen halt da ein kommerzielles Produkt draus zu machen, damit wir auch Entwickler anstellen können, was wir auch haben seit, ich glaube, 2016 gibt es die ersten wirklich Stellen für Entwickler. Also wir verdienen da Geld irgendwie zum Leben und sind halt auch alle aus dem Umfeld, wo wir halt aus diesem, ich will jetzt mal ketzerisch sagen, ausbeuterischen ehrenamtlichen Bereich kommen, wo man halt eben diese Selbstausbeutung betreibt. Und wir sind uns halt darüber im Klaren gewesen von Anfang an, sowas kannst du nicht durchziehen, wenn du halt mal eben am Wochenende und im Keller und irgendwie abends ein bisschen rumcodest, vor allen Dingen halt auch nicht so schnell und die Zeit rennt. Also wenn man sich überlegt, Snowden ist jetzt 5 Jahre her. Denk mal nach, was da irgendwie bei uns allen vorging und wir dachten, okay, scheiße, jetzt muss aber wirklich was passieren. Jetzt ist 5 Jahre später, ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Also außer, dass doch relativ viel Kryptokram mehr gekommen ist und besser benutzbar geworden ist und so. Aber so richtig, dass man jetzt sagen würde, es hat sich wirklich was verändert. Also, ja. Ja, genau. Nee, das ist auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall passiert. Es ist auch viel mehr Fördergelder dann in solche Projekte gesteckt worden. Also auch so große Töpfe, was weiß ich, so große Foundations, die sonst so Kinder in Afrika beim Verhungern unterstützen,
Entschuldigung, beim Verhungern retten, also unterstützen muss ich nicht verhungern. Die haben jetzt eben auch zum Teil, also Hivos Foundation ist da so ein Beispiel, die haben diesen Digital Defender Fund eingerichtet. Das ist so eine ganz, ganz riesig große Niederland-Foundation, die eben eine Regenwaldrettung und alles Mögliche betrieben haben und jetzt eben auch gemerkt haben, ups, hier müssen wir aber auch mal die Welt retten. Das heißt, da hat sich natürlich einiges getan, aber auch, also ich meine, jeder von uns, denke ich, kann dieses Lied singen. Die meisten, die hier sind, sind ja in irgendwelchen Projekten. Es kann nicht nur auf Spenden basiert, kannst du viel rocken, aber du kannst nicht hier, also wir arbeiten ja vor allen Dingen auch auf allen Plattformen. Also wir haben die ersten Entwickler, die wir angestellt haben, waren ne, ein Google-Entwickler, Android-Entwickler, so ein Google-Fanboy, der dann neben einem Linux-Typen irgendwie im Office sitzt, der dann noch einen BSD-Typen daneben sitzen hat und einen Windows-Entwickler, der halt C-Hash kann für Outlook und so weiter. Das ist allein da schon ein Clash of Cultures. Und das dann auch noch ehrenamtlich alles unter einen Hut zu bekommen, das geht natürlich nicht so einfach. Aber ich komme auch gleich nochmal genauer auf die Organisationsstruktur, gehe ich auch gleich nochmal ein. Und wir müssen uns auch echt mal ein bisschen beeilen. Das findet man alles auf pepfoundation.dev. Das sind die ganzen Repositories. Da wird auch dieser Internetdraft zum Beispiel geschrieben und so. Eben Entwicklungsplattformen, wie gerade schon gesagt, wir haben da irgendwie alles. Und jetzt hier die Organisationsformen. Da bleibe ich dann nochmal kurz hängen. Also wir haben eben Firma, Stiftung und Genossenschaft. Die Idee bei der Firma ist, dass man halt eben Anwendungssoftware verkaufen kann. Und auch da gilt, wenn du jetzt eine Android-App hast, die SMS versendet und du möchtest gerne, dass die SMS optional auch verschlüsselt versendet und du würdest das gerne mit GPG machen, dann könntest du jetzt den Pep Engine da einstöpseln mit dem JNI-Adapter und sagen, okay, ich habe jetzt hier verschlüsselte SMS, aber ich verkaufe die auf dem Play Store für 3,50 € und dann ist das immer noch deine Anwendung. Du benutzt zwar die PEP-Software, aber du bist derjenige, der die Anwendung verkauft. Und so ist das hier auch. Die PEP Security benutzt die Software, die die Foundation entwickelt. Und das ist eben auch der Trick. Der Code, der Engine und der Adapter gehört der Foundation. Das heißt, wir haben diese Firma, die kriegt Investorengeld, die hat auch eine Unterstützung vom Land Luxemburg, hier so Tech-Startup, bla, und halt das übliche Investorenkram und verkauft eben Anwendungssoftware und zugehörige Services. Und wenn da jetzt irgendwas schief geht, siehe Beispiel OwnCloud, Nextcloud, dann können wir halt einfach sagen, okay, dumm gelaufen, aber wir haben jetzt eben nicht das Problem, dass wir sagen, das Projekt ist jetzt tot, nur weil irgendeiner der Investoren da eine falsche Entscheidung getroffen hat oder das komische kapitalistische Management, das man natürlich dann in so einer Firma auch hat, weil die es nicht gecheckt haben, sondern dann sagt man halt, okay, Pup, geht ihr mal weg, ihr seid blöd, wir machen einfach weiter, weil der Code gehört der Stiftung. Das heißt, der wird immer freie Software bleiben, der wird immer irgendwie gemeinfrei sein und die Stiftung ist eben entsprechend in der Schweiz und diese Firma in Luxemburg, was nur daran liegt, weil wir eben Schweizer und Luxemburger sind. Also hauptsächlich Schweizer und vor allen Dingen ein Luxemburger, der halt dieser kapitalistische Held da ist. Und deswegen ist halt Schweiz und Luxemburg. Das sieht immer so ein bisschen fishy aus, wenn man das sieht, aber das ist eigentlich so der einzige Grund. Abgesehen davon sind natürlich Schweiz und Luxemburg für diese Zwecke auch ganz gute Länder. Also eine Stiftung in der Schweiz zu haben, ist durchaus geschickt. Eben, was die Geldgeschichten angeht, kann man bei der Stiftung, gibt's die ganz normalen Transparenzberichte, kann man sich auf der Webseite alles runterladen. Ich glaube, unter /docs gibt's da die Gründungsurkunde und Transparenzbericht und so weiter. Das geht alles so, wie das Schweizer Gesetz das halt vorsieht. Die Firma ist dann natürlich nicht so offen, aber wie gesagt, hat halt normale Investorengelder, ist auch sehr viel von Freunden finanziert und von den Gründern. Also die Gründer stecken da auch sehr viel rein und beziehen auch größtenteils kein Gehalt und bekommen eben diese Förderung vom Land Luxemburg. Dann haben wir kürzlich noch diese Genossenschaft gegründet. Da haben wir vorne auch die Flyer liegen. Schöner Text von Sibylle Berg. Die Genossenschaft ist so eine Kooperation von Künstlern, also vor allen Dingen Autoren, aber auch Musikern. Und da geht es eben darum, wirklich die Leute zusammenzubringen und Kooperationen dann zu machen und so weiter. Ist leider ein bisschen tragisch, die ist eigentlich von Meinhard Starostik gegründet worden. Das ist dieser Verfassungsrichter, der uns vor 10 Jahren
dass die Vorratsdatenspeicherungsmassenverfassungsklage gemacht hat und der auf seinem eben tragischen Sterbebett auch noch die Verfassungsklage gegen den Trojaner geschrieben hat und der jetzt eben ganz, also sehr plötzlich an Krebs verstorben ist, weswegen diese Koop gerade so ein bisschen in den Seilen hängt und ein bisschen, also deswegen nicht wundern, so wenn ihr den Flyer mitnimmt und sagt, geil, ich werde Mitglied. Und ich weiß gerade gar nicht, was da passiert, wenn man da jetzt was schreibt, ob da überhaupt jemand antwortet oder so. Aber das wird sich dann hoffentlich auch bald wieder beruhigen. Ja, und entsprechend haben wir eben auch diese ganzen verschiedenen Webseiten. Wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden, eben mit Top-Level-Domains zu arbeiten, statt Subdomains. Deswegen PEP Security, PEP Foundation, PEP Coop und entsprechend auch PEP Software, PEP Community und PEP News. Auf der PEP Software kriegt man die ganze Software als Binary Code und auch zumindest ansatzweise reproducible Builds. Wir versuchen es. Funktioniert noch nicht überall, aber gerade Android, glaube ich, kann man ganz gut selber kompilieren, wenn man das kann. PEP Community hat im Moment ein Forum und bekommt dann auch noch Mailinglisten und solche Sachen. Und PEP News ist noch nicht online, aber hat dann halt so die ganzen News, also dass man, ne, die drei Seiten sind dann so ein bisschen das Zusammenführen von diesen ganzen verschiedenen Entitäten. Und deswegen habe ich das eben mit diesen Entitäten und Webseiten auch im Kapitel Tech, weil ich durchaus finde, dass das auch eigentlich ein ganz cooler Hack ist, das so zu gestalten. Also ich bin da jetzt auch seit 2 Jahren dabei und war dann ziemlich fasziniert, als Volker, der da so der spirituelle Kopf ist und auch technische Kopf, mir das alles erklärt hat, habe ich gedacht, okay, geil. Also da kann eigentlich nichts schief gehen, außer dass einem halt irgendwann mal das Geld ausgeht. Das ist wie überall. Weil man jetzt halt inzwischen haben wir 20 Leute oder so angestellt, oder? So, die brauchen jeden Monat, brauchen die Geld und haben Kinder und die brauchen auch Geld und die wollen was essen und so. Und ja. Wie finanziert ihr das? Wirklich nur durch Spendengelder? Oder? Nee, Investoren. Also die sind fast alle... Firmen drin oder Leute mit Geld? Genau, ja. Also wir haben auch sehr viele, wie gesagt, sehr viele Freunde und die Gründer, die da auch unglaublich viel Geld reingepufft haben. Und im Moment läuft das so, dass die meisten von diesen 20 sind auf dieser PEP Security angestellt, obwohl sie auch am Engine oder sowas coden, der... ja, eigentlich der PEP-Stiftung gehört, aber da gibt es halt einen Vertrag zwischen der Stiftung und der Firma, dass dieser produzierte Code dann eben der Stiftung gehört. Wie genau sie das, das sollte man vielleicht auch gar nicht, wie sie genau sie das den Investoren erklären, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich erklären sie das gar nicht so genau. Das wird jetzt aufgezeichnet, ne? Aber die schauen sich das auch nicht an. So, wir haben auch nur noch 10 Minuten. Ich habe jetzt hier noch so ein so ein komplettes Konzeptartikel, der Kapitel, da würde ich jetzt schnell durchscrollen, damit ich zumindest noch ein paar Minuten für GNUnet habe. Aber ich habe, glaube ich, jetzt auch schon ziemlich viel erklärt. Also hier nochmal eben Privacy by Default. Die Krypto-Needs sollen aus der Perspektive der Nutzer verschwinden. Vergleiche HTTPS. Also was passiert ist mit Let's Encrypt, dass die Leute heutzutage auf Webseiten rumklicken, die größtenteils HTTPS sind. Verdanken wir Let's Encrypt, verdanken wir einen Schritt vorher noch Snowden und die Leute wissen das gar nicht. Ne? Die merken den Unterschied nicht und da wollen wir hin. Die sollen E-Mails verschicken und das gar nicht wissen, ob die jetzt verschlüsselt sind oder nicht. Da gibt es dann einen kleinen grünen Rand und so und dann ist das halt mal grün, wie jetzt bei der Webseite auch und halt mal nicht und so. Und dass es einfach massentauglich wird und die Leute das einfach benutzen. Deswegen eben easy, haben wir schon drüber gesprochen. Hier, das habe ich auch schon erklärt mit den Trustwords. Dann haben wir hier dieses Sync-Protokoll. Da würde ich gerne noch erwähnen, dass es hier eben nicht nur um die Keys geht, sondern dass, wenn das alles so klappt, und zwar synken wir über IMAP. Also wir schicken Sync-E-Mails hin und her. Wir synken dann eben dann nicht nur die Schlüssel, sondern man kann dann auch Kontakte und Kalender schlüsseln. Das heißt, verschicken. Das heißt, dieses Backup-Problem hat sich erledigt und ich muss meinen Kram nicht mehr irgendwie in die Cloud legen, was ja auch nur andere Leute Computer sind, sondern ich lege es halt auf meine eigenen Computer. Dann haben wir eben, versuchen wir alles richtig zu machen, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Peer-zu-Peer-Transport, keine zentrale Infrastruktur. Es ist alles freie Software und gecode-audited. Wir versuchen eben kompatibel zu sein mit allem. Das heißt, das ist Fettgedruckte, ist, was wir jetzt schon können. Der Rest kommt dann auch bald und wird unter Umständen auch angepasst, je nachdem, was sich so entwickelt. Also ne, vor 4 Jahren hätte da noch keiner um Memo dazu geschrieben. Das sind die Message Transports. Wie gesagt, jetzt gerade E-Mail, aber da soll dann auch der Rest dazukommen. Insbesondere auch diese ganzen eben Non-Open Standards. Also dass die Leute wirklich auch Twitter-Messages
verschlüsseln können und so. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und jetzt kommen wir eben noch zu diesem Metadatenschutz. Formerly known as Anonymität. Aber Anonymität ist ja immer so gleich Dark Web und die Drogen und die Waffen und so. Deswegen haben wir uns für dieses Wording Metadatenschutz entschieden. Und ihr wisst ja, was das Problem ist mit unserem Internet. Ne? Das IP-Protokoll liegt wie wild irgendwie und wir haben unsichere Defaults, wir haben zentralisierte Komponenten, ne? Wir haben Administratoren, die können bösartig oder auch nur inkompetent sein, aber auch wenn sie cool sind, sind sie halt immer noch Angriffsziele. Und das wird halt auch viel missbraucht oder eben auch kann viel missbraucht werden. Und jetzt eben hier noch kurz den Einstieg in das GNUnet, diesen Metadatenschutz. Wir haben hier ne, das Internet, wie es mal angefangen hat in den 70er, 80er Jahren, wo wir halt dann so, ey geil, ich kann auf deinen Computer und du auf meinen, das ist ja hervorragend. Heutzutage sind wir so, ja klar kann ich auf andere Computer zugreifen, ist völlig selbstverständlich. Aber so habe ich auch jede Krypto-Party angefangen, die können auch auf deinen. Wenn du im Internet bist, ist das Internet auch, also wenn du mit dem Internet verbunden bist, ist das Internet mit dir verbunden. So, das ist eine Straße, die in beide Richtungen geht. Und das ist ja vielen heutzutage auch überhaupt nicht bewusst. Und was wir eben brauchen und wollen, und ich habe jetzt hier mal vorsichtig 2025 mal hingeschrieben, die 20er Jahre, ne? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Anonymisierung der Datenwege, zum Beispiel via Self-Organizing Peer-to-Peer-Systems. Und jetzt noch kurz die Zusammenfassung des Konzepts und dann steigen wir noch ein paar Minuten in GNUnet richtig ein. Nutzer müssen nicht über Verschlüsselung nachdenken, sie nutzen sie bei Default. Das ist nämlich so ein schönes Zitat, das hat ein Journalist mal geschrieben. Es ist also ein kleiner Hacker da drin, der entscheidet, welche Verschlüsselung dem Empfänger der Nachricht am besten passt. Und das finde ich auch eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Weil wir kennen das alle aus dem täglichen Umfeld. So, du chattest mit jemandem in IRC, im Channel, das wird dir zu persönlich, du wechselst in Query und dann sagst du so, ja, hast du keine OTR auf IRC? Der andere sagt, ach nee, habe ich gar nicht. Was, echt, Irsi kann das? Ja gut, hast du Jabber? Ja gut, dann wechseln wir zu Jabber, dann bist du in Jabber mit OTR und dann ist aber irgendwie das Gespräch ganz toll, aber du musst aus dem Haus, sagst du, hey, hast du auch irgendwie Omemo auf Jabber? Ha, ja klar. Oder eben nein, oh, hast du Signal oder Telegram? Das ist ja irgendwie unser täglich Brot. Ne? So, man hat das ständig, bewegt man sich da in verschiedenen Protokollen, in verschiedenen Kryptostandards und macht das einfach so. Das können wir aber nicht von den Leuten da draußen erwarten. Hier Schulen wurden gerade erwähnt oder so. Ne, das ist, und ich will das auch nicht. Ich will, dass die Leute da draußen weiterhin irgendwie Kunst und Kultur machen oder als Pfadfinder in den Wald gehen oder so und nicht das Wochenende da sitzen und irgendwie Krypto lernen. Und deswegen machen wir jetzt eben diese Software, die wie der kleine Hacker da drin eben entscheidet, welche Verschlüsselung dem Empfänger der Nachricht gerade am besten passt. Und das ist eben das Ziel. Im Moment ist es nur GPG, das heißt, viele Entscheidungen muss unsere Software da noch nicht treffen. Aber das ist eben die Idee, ne? Massenverschlüsselung. Jetzt also hier noch kurz GNUnet. Let's make a GNU one, because you broke the Internet. A mesh routing layer for end-to-end encrypted networking and framework for designed applications designed to replace the old insecure Internet Protocol Stack. Das ist ein Projekt, das es im akademischen Umfeld seit den frühen 2000er Jahren schon gibt und seitdem auch dort verfolgt wurde. Gab es einen Lehrstuhl an der TU München sehr lange und die sind jetzt so weit, dass man sich das als zumindest als Nerd echt mal anschauen und installieren kann. Ich scrolle jetzt hier mal ganz kurz durch. Also hier ne, haben wir verschiedene Layers des Internets und das GNUnet ersetzt die halt alle. Also jetzt zum Beispiel das unterste Layer, das Physical Layer, da werden einfach vorhandene Protokolle verwendet. Das heißt, man verschleiert sich im vorhandenen Protokoll. Dann eben, mache ich es vielleicht auch noch mal kurz hier, dann dieses OTR-Layer, das halt einfach nur Off-the-Record-Encryption macht, ne, wie auf dieser Ethernet-Ebene. Dann haben wir, jetzt bin ich die falsche Richtung gegangen. Dann haben wir hier eben das Routing-Layer, wo es halt dezentrales Routing gibt. Dann haben wir das Transportprotokoll. Das ist sowas wie das Stream-Control-Transmission-Protokoll, also und hat End-to-End-Encryption und hat dann wieder verschiedene anwendungsorientierte Funktionen. Also da gibt es dieses Xolotl, das ist so eine Mischung aus Sphinx und Axolotl. Axolotl ist das
das Signal Protocol. Dann gibt es Lake, das ist eine Weiterentwicklung von Pond. Und das sind jetzt eben so verschiedene Sachen, die man da drauf aufsetzen kann. Und hat eben, ich habe da diesen Spruch mal gemacht, ne, by all science and mathematics we know today, all the metadata will be gone that way. Das heißt, auf dieser Transportprotokoll-Verschlüsselungsebene hat man dann wirklich jetzt die ganzen Metadaten wegoptimiert mit der Hilfe von Mathematik. Und hat jetzt halt noch das ist jetzt das DNS-Layer, da gibt es das GNU-Name-System. Das haben vielleicht schon die einen oder anderen gehört. Das ist halt ein dezentrales Naming-System, was auch eine alternative Public-Key-Infrastruktur bietet. Und dann haben wir eben die Applikation. File-Sharing, was wäre das Netz ohne File-Sharing? Leute arbeiten an SecuShare, das ist so ein Social-Networking-Plattform. Dann, was schon funktioniert, ist Conversation, nicht Conversations, das ist ein Voice-over-IP-Protokoll. Und eben PEP, dann GNU-Taler, und da kann man dann jetzt auch schon vielleicht anfangen, so ein bisschen drauf zu entwickeln, aber vielleicht nicht zu viel. Lieber erstmal gucken, dass das GNU-Netz stabil wird. Das kann man hier tun. Bitte nicht das Release von 2014 nehmen, das ist schon viel zu alt, sondern das aktuelle Git-Klon, oder es gab jetzt gerade vor kurzem ein Pre-Release. Und diese Anleitung auf der Webseite zum Installieren funktioniert aber immer noch einigermaßen gut. Und dann die ganzen Bugs, die ihr hoffentlich finden werdet, also nicht hoffentlich, aber sehr wahrscheinlich, dann bitte auch reporten. Und jetzt haben wir noch 4 Minuten. Ich mache hier jetzt noch kurz das Fazit, nämlich möchte noch mal kurz auf diese Menschenrechte eingehen und was ich da sagte mit der Law of Mathematics, ne, dass wir jetzt mit den Gesetzen der Mathematik, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieser Prime Minister von Australia, der neulich meinte, die Gesetze der Mathematik sind sehr lobenswert, aber das einzige Gesetz, das in Australien gilt, ist das Gesetz von Australien. Nur damit ihr mal nochmal euch erinnert, an was für eine Welt wir jetzt leben und dass wir da durchaus... Bitte? Australien, aber der ist doch schon weg, ne? Ja, ja, ich glaube, den haben sie... Also ich meine, das ist jetzt wohl auch wirklich so... Ja, also da unten ist auch der Link, wenn ihr es nicht glauben könnt. Also zumindest hat er das wirklich so gesagt. Und das auch nochmal so als kleine Motivation, wie kaputt die Welt eigentlich ist und dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, das schon einigermaßen zu reparieren, wenn wir dann wollen. Und ja, damit also die herzliche Einladung. Hier kann man uns kontaktieren. Ich bin jetzt auch noch den Rest des Abends da, hier draußen beim Grillen. Vielleicht jetzt mal noch kurz weg. Ich habe gehört, wir müssen uns selber was kaufen. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig. 3 Minuten haben wir noch. Aber gut, dann machen wir das mal, bis der kommt. Und wie gesagt, ich bin draußen. Roka ist auch da. Und wir freuen uns dann auch über Fragen draußen. Ja, Mo?